Im Rahmen eines Liechtenstein-Besuches informierten Regierungschef Klaus Tschütscher sowie Regierungschef-Stellvertreter Martin Mayer am Dienstag und Mittwoch die Mitglieder des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages über die aktuellen Entwicklungen auf dem Finanzplatz Liechtenstein. Also zunächst freue ich mich natürlich, dass diese Begegnung stattfinden kann. Wir stehen mit Deutschland ja mitten in der Diskussion über den Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens. Mit dem Steuerinformationsaustauschabkommen haben wir im letzten Jahr eine gute Basis miteinander gelegt. Wir können wieder auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Und wie wir es immer gesagt haben, am besten diskutiert man die Themen am Tisch. Und das war auch die Stimmung heute. Es war eine sehr offene, eine sehr transparente und aber auch ein sehr konstruktives Gespräch, bei dem auch sehr kritische Fragen gestellt wurden und ganz eine offene Haltung an den Tag gelegt wurde. Und wir begrüßen es sehr, dass die Mitglieder des Deutschen Bundestages hier sind, dass sie ein realitätsnahes Liechtensteinbild erhalten. Und wir tun auch unser Möglichstes dazu, dass das auch geschehen wird. Die Finanzausschussmitglieder aus Deutschland trafen Landtagspräsident Arthur Brunhardt und Landtagsabgeordnete zu Gesprächen. Weiters folgte ein Besuch der Hiltia-G in Schaan. Die Abgeordneten der Delegation besichtigten das Werk und erlebten eindrucksvoll einen Industriestandort Liechtenstein mit weltweitem Bekanntheitsgrad. Ich betrachte den heutigen Besuch des Finanzausschusses von Deutschland sehr wichtig, weil ich glaube, es ist wichtig auch, dass Sie verstehen, dass Liechtenstein nicht ein reiner Finanzplatz ist, sondern dass Liechtenstein eine sehr breit diversifizierte Wirtschaft hat, eine sehr leistungsfähige Wirtschaft und dass dies auch ein Land ist, das seiner Verantwortung im Staatenbund gerecht wird. Und ich glaube, je mehr man solche Beziehungen hat und auch Kontakte pflegt, desto besser wird auch das gegenseitige Verständnis. In diesem Sinne bin ich sehr zufrieden mit dem Besuch. Der Besuch der Mitglieder des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages erfolgte auf Initiative des Ausschussvorsitzenden Volker Wissing. Wir erleben einen außerordentlich interessanten Besuch. Wir sind bei Freunden. Das wird von Anfang bis Ende spürbar in dem herzlichen Empfang, in all den tiefen Einblicken, die man uns gibt. Und wir erleben ein Liechtenstein, das ein moderner Staat ist mit einem hohen Wirtschafts- und Industrieanteil. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass der Deutsche Bundestag vertiefte Gespräche mit Vertretern der Regierung, mit Vertretern des Landtages, aber auch eben mit Unternehmensvertretern führen kann. Ich glaube, wir können einen wesentlichen Beitrag leisten, durch diesen Besuch das Verständnis füreinander noch zu verstärken. Und wir haben erkannt, dass wir sehr viele gemeinsame Ziele haben. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Dann findet man auch gemeinsame Wege, sie zu erreichen. Und ich glaube, Liechtenstein und die Bundesrepublik Deutschland sind zwei Staaten, die nicht nur eine gleiche Sprache haben, sondern auch sehr viel gemeinsame Kultur, gemeinsame Geschichte. Und daran anzuknüpfen, lohnt es sich. Nach dem ausführlichen Informationsaustausch mit den Wirtschaftsvertretern wurden die Mitglieder der Delegation von Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz empfangen. Genau. Mittlerweile ist es mehr als ein Finanzplatz. Warte.